Hallo und herzlich willkommen zu den Prognosen für den August 2023. Was hat sich getan? Was wird sich denn tun in der Welt der Online-Broker, in der Welt der Finanzen? Ich verrate es euch in diesem komprimierten Video. Rund eine halbe Stunde, wo ich zack, zack, zack verschiedene Informationen rund um die Welt der Online-Broker informiere. Was habe ich denn mitgenommen? Zuerst einmal, Christian von bergfahrten.com veranstaltet sein 5. Lesertreffen, dieses Mal in Linz, darüber werde ich berichten. Dann natürlich, was hat sich denn am Markt getan? Wertpapier-Cash-Abschaffung, was ist denn hier der aktuelle Stand? Negative Tesorierung bei ETFs, gibt es sowas, beziehungsweise bei Fonds? Ja, das gibt's. Da gibt es ein paar Überraschungen, aber insgesamt ist das alles ganz normal. Der EZB-Leitzins hat sich erhöht. Geldmarktfonds statt Tagesgeld habe ich ein Video gemacht. Es gibt einen neuen FTSE All World ETF, dieses Mal von Invesco, nicht von Vanguard. Dann eben News zu Flattech, Startup Bank, Easybank, Bankdirekt, Erste Bank, Sunwise, Scalable, Trade Republic, no news. Smart Broker, Consorsbank, Lightyear, Banks Broker, Establi, Next Market, Wealthseed, N26, Bax, Pandora, CVT und natürlich dann die aktuellen Sparzinsen und ganz zum Schluss, wie gewohnt, natürlich die Neukundinnen und Neukundenaktionen der verschiedenen Online-Broker. Wo kriegt man denn so ein kleines, nettes Zuckerl und lohnt es sich bei dem einen oder anderen Broker vielleicht doch das Depot zu eröffnen? Das und mehr gibt es natürlich wie immer in diesem Video und ich verrate euch wieder den totalen Hack. Unten in der Videobeschreibung findest du nämlich die Timestamps zu den einzelnen Themen. Das heißt, hast du jetzt eben in dieser Liste, beziehungsweise das, was ich dir eben erzählt habe, gesagt, boah, da gibt es ein Thema, das mich besonders interessiert, dann schau doch ganz einfach unten in die Videobeschreibung rein. Dort findest du nämlich den Timestamp, da klickst du dann drauf und kommst sofort zu diesem Thema. Das heißt, du musst dir den Rest nicht anhören, gleichzeitig aber diese halbe Stunde lohnt sich doch für ganz viele und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen und beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von broker-test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Ich habe dir vorhin gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du die Timestamps zu den einzelnen Themen. Unten in der Videobeschreibung findest du aber natürlich auch weitere Informationen zu diesem Video. Unter anderem auch einen Link zur Telegram-Community von mir. Da sind bereits über 900 Mitglieder und wir unterhalten uns täglich rund um die Welt der Börse. Da findest du ziemlich viele und gute Informationen, weil ziemlich viele und gute und smarte Leute dort drinnen bereit sind. Aber es ist natürlich auch unterhaltsam. Ich kann dir nur raten, wenn du Telegram hast, schau doch einmal rein, es lohnt sich. Gleichzeitig findest du natürlich auch einen Link unten zu meinem Newsletter, zur Webseite broker-test.at, zum Instagram-Profil und so weiter. Es lohnt sich, mir zu folgen auf den einen oder anderen Kanal und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei den Themen jetzt. Am Freitag, dem 01.09.2023, veranstaltet Christian von bergfahrten.com sein 5. Lesertreffen und dieses Mal in Linz, dreimal in Wien, einmal in Salzburg und jetzt ist eben die schönste und größte Stadt Österreichs dran. In Linz macht er eben sein Lesertreffen und diejenigen, die sagen, ja, mich interessiert es mit dem Christian einmal zu plaudern, manche von euch kennen ja Christian bereits, entweder ihr folgt eben seinem Blog, bergfahrten.com oder du kennst vielleicht seine beiden Videos. Ich habe Interviews mit ihm geführt, zweimal bereits. Die verlinke ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung bzw. in der zupassenden Beitrag auf broker-test.at bzw. da oben, wo ich ihn eben interviewt habe. Wie geht es ihm denn in seiner finanziellen Unabhängigkeit? Er ist 6 Jahre, lebt er von seinen Ersparnissen und er schreibt eben mehrmals in der Woche darüber, wie es ihm denn dabei geht, was sind seine Ausgaben, was sind seine Einnahmen aus Zinsen, aus seinen Dividenden und was erlebt man denn da so, wenn man eben in der finanziellen Unabhängigkeit lebt. Er ist Österreicher, er lebt im Weinviertel und wie gesagt, am 1.9. gibt es eben sein 5. Lesertreffen und diejenigen, die sagen, ja, da nehme ich teil, du findest unten in der Videobeschreibung den Link zu seinem Beitrag. Dort kannst du dich anmelden und Christian freut sich sicher, wenn möglichst viele Leserinnen und Leser von ihm mit dabei sind. Ich freue mich natürlich auch wieder, Christian zu sehen und bin gespannt, wie es denn dieses Mal ist bei seinem 5. Lesertreffen, dieses Mal im Klosterhof in Linz. Wie ist es im Markt gelaufen? Was haben denn die Börsen getan im Juli 2023? Ja, Juni 2023 war schon extrem gut und jetzt auch im Juli 2023 extrem
lässt sich der ATX Total Return plus 255, DAX plus 2,27, Dow Jones plus 3,32, Nasdaq Composite plus 3,83 und der S&P 500 plus 3%. Und das war ja noch gar nichts, denn schaue ich mir das Ganze year to date an, also seit Jahresbeginn, dann sehe ich beim ATX Total Return plus 7,66, ja, das passt nur, DAX Performance Index plus 17%, fast Dow Jones plus 7%, oder 7,3%, oder auch nicht so mächtig, aber der Nasdaq Composite plus 38% in den ersten 7 Monaten. Das ist so richtig lässig, wie es eben bei den Technologiewerten eben im Jahr 2023 gelaufen ist. Gleichzeitig der Blick zurück in den Rückspiegel, man sieht dann eben im Jahr 2022 sind die Technologiewerte ordentlich nach unten gerauscht. Das heißt, wir sehen da hier jetzt eine Erholung. Gleichzeitig aber gibt es eben bei manchen Werten bereits wieder ein All-Time-High. Also es lohnt sich, da wieder einen Blick hinzuwerfen. Der Standard & Poor's 500 Index seit Jahresbeginn plus 20%. Und ihr kennt es ja schon, ich werfe ja auch immer einen Blick darauf, wenn ich 10.000 Euro genommen hätte und das Ganze in verschiedene Assetklassen investiert hätte, was wäre denn dann rausgekommen bis zum heutigen Tag? Und ich habe mir das Ganze angesehen, hätte ich 10.000 Euro genommen und diese in Cash gelagert bzw. gebunkert, dann wären das 10.000 Euro, natürlich 10.000 Euro geblieben. Hätte ich das Ganze auf ein Sparkonto gegeben mit 2%, dann wären aus 10.000 Euro vor Steuern, natürlich immer alles vor Steuern, 10.116 Euro geworden nach 7 Monaten. Also eine Rendite in der Höhe von 1,16%. Hätte ich das Ganze auf Relax Bauspann von Raiffeisen gegeben, dann wären daraus eben bereits 10.168,44 Euro geworden. Hätte ich das Ganze in eine, ja, in Gold gebunkert, in Euro, dann wären 10.240 Euro daraus geworden. Hätte ich das Ganze in Bitcoin investiert, ja, wenn ich es gewusst hätte, natürlich, aber ich weiß es natürlich nicht, wären aus 10.000 Euro über 17.000 Euro bereits geworden. Und hätte ich das Ganze in einen MSCI World ETF gesteckt, dann wären aus 10.000 Euro 11.307 Euro geworden. Und hätte ich das Ganze in den Dirk Müller Premium Fonds gegeben, dann wären das 10.000 Euro bereits 10.131 bis 32 Euro geworden. Also gar nicht so schlecht, hätte ich mein Geld eben dort reingesteckt. Sogar mehr als eben auf ein Sparkonto in der Höhe mit einer Verzinsung von 2%. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie sieht es denn aus mit der Wertpapier-Cash-Abschaffung? Unser Finanzminister Magnus Brunner hat wieder einen Instagram-Post abgesetzt, wo er sagt, er ist da noch immer dahinter, er möchte das natürlich gerne machen. Gleichzeitig die Regierungsperiode dauert jetzt circa noch maximal ein Jahr. Man merkt, aktuell geht relativ wenig weiter und gleichzeitig ist es Sommerpause. Leider, da tut sich eben nicht viel. Und unser Finanzminister Magnus Brunner drängt natürlich weiterhin auf die Abschaffung der Wertpapier-Käst. Einführung einer Behaltefrist und wir warten und wir warten und wir warten. Wir warten natürlich auch gerne weiterhin. Manche von euch haben einen Fonds bzw. einen ETF und die haben eben eine Benachrichtigung vom Broker bekommen. Eine negative Thesaurierung. Wie gibt es denn das? Naja, der Fonds ist eben relativ schlecht gelaufen in diesen letzten Monaten und gleichzeitig eben ist eine Steuerlast angefallen. Die muss natürlich eben dementsprechend abgerechnet werden und ich habe dazu einen passenden Beitrag geschrieben, natürlich auch wieder durch gute Unterstützung, fachspezifische Unterstützung aus unserer Community auf Telegram. Danke, danke, danke an alle, die mich da unterstützt haben, besonders an die eine, die mir eben Etzes gegeben hat, wie das denn tatsächlich noch so läuft. Ich habe auch bei steuerlichen Vertreterinnen bzw. Vertreter von diesen Fonds nachgefragt und habe versucht eben euch in diesem Beitrag zu informieren, was sich denn dort genau abspielt, warum das so ist, wer es genau wissen möchte, dem kann ich nur sagen, sieht euch diesen Beitrag an, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze natürlich wieder verlinkt. Gleichzeitig habe ich ein Video gemacht, 4,25 ist der neue EZB-Leitzins bzw. der Geschäftsbankenzins ist in der Höhe von 3,75%. Gleichzeitig hat die EZB gesagt, hey, liebe Bank, ihr müsst 1% eben bei mir bunkern, das verzinse ich euch aber in Zukunft nicht mehr. Das heißt, die Banken verdienen weniger und die Nationalbanken bzw. die EZB muss eben an diese Banken weniger bezahlen. Ein weiteres Video habe ich gemacht, Geldmarktfonds statt Tagesgeld, Festgeld. Lohnt sich das Ganze? Was steckt denn da dahinter? Wenn es dich interessiert, hier ist das Video dazu. Unten findest du einen dazu passenden Beitrag natürlich auch, wo ich mir das Thema ein bisschen genauer ansehe. Wie sieht es mit der Besteuerung aus? 27,5% versus 25%. Wie sieht es mit dem Spread aus? Welche Möglichkeiten gibt es inklusive Liste? Lohnt sich das Ganze?
Ganze, das musst du dann eben entscheiden, ob das tatsächlich etwas für dich ist, weil gleichzeitig es gibt schon durchaus interessante Angebote in diesem Bereich. Gleichzeitig ist aber das Zinshopping vielleicht für manche wirklich sehr stressvoll, weil es ganz einfach immer wieder so neue Kundenangebote gibt, die ablaufen oder auslaufen und dann schaust du wieder durch die Finger, weil es eben die hohen Zinsen nicht gibt. Einen neuen ETF gibt es, und zwar von Invesco, ein FTSE All World mit einer Kostenquote in der Höhe von 0,15. Der könnte durchaus interessant sein und eine Alternative zum Vanguard ETF sein. Gleichzeitig aber aktuell ist das Spread eben noch extrem hoch und wir werden dann eben in den nächsten Jahren sehen, ist das Ganze wirklich etwas Tolles, ist es eine Alternative, wenn das Volumen größer ist, gleichzeitig fängt dann eben das Spread zum Schrumpfen an und eben wir werden dann eben auch sehen, wie performt denn dieser Index. Wie sieht es denn mit der Kostenquote aus? Die ist ja in der Höhe von 0,15, das wissen wir aber. Wie sieht es denn mit der Tracking-Differenz aus? Passt die? Ist die ähnlich gut wie die von Vanguard? Beziehungsweise eben die ganzen MSCI World, All World ETFs, kann dieser Investor-Fonds mithalten? Auf jeden Fall konkurrenzbelebtes Geschäft und wir sollten sich diesen Fonds durchaus ansehen, ob der nicht eine gute Alternative sein wird in unserer Zukunft. Und jetzt kommen wir zu den Online-Brokern, zu diesen News bei Flattex. Bei Flattex Deutschland gibt es nämlich eine Produktinnovation, und zwar gibt es Flattex Vermögensverwaltung, Flattex Whitebox, haben ein Joint Venture. Whitebox ist eine digitale Vermögensverwaltung, Flattex ist ein Online-Broker, die gehen eben zusammen in Form eines Joint Ventures, und jetzt gibt es eben Flattex Wealth. Das kannst du dir immer eine digitale Vermögensverwaltung ansehen. Ich habe nachgefragt, wie sieht es mit Österreich aus? Da sagen sie, na, wir schauen sie dir das in Deutschland an und wenn es eben performt, dann machen wir das Ganze in Österreich auch noch. Dann habe ich nachgefragt, wie sieht es denn mit Flattex Next Desktop aus? Da war die Antwort, naja, schau mal, in Deutschland probieren wir das Ganze bereits einige Monate aus und vielleicht, wenn es ganz gut rennt, kommt Flattex Next Desktop eben bis Ende des Jahres auch in Österreich. Aber wir kennen das alle. Diese Dinge verschieben sich meistens ganz gerne und ich könnte mir vorstellen, dass man mit 2024 dann tatsächlich mit einem neuen Aussehen rechnen können bei Flattex Desktop, also die Flattex Webfiliale, dass die dann eben auch im neuen Erscheinungsbild erscheint. Und bei Flattex gibt es natürlich auch Unternehmensnews. Die sind ja börsennotiert und dementsprechend berichten sie auch darüber, wie es denn ihnen geht. Die Kundenbasis ist eben um 6,8% seit Anbeginn des Jahres gestiegen auf 2,56 Millionen Konten. Das Wachstum verlangsamt sich, aber das ist eben in der Branche allgemein so. Die Kundengelder sind gewachsen auf 47,8 Milliarden und das EBITDA, das adjustiert, also mit Marketingausgaben werden da ausgeblendet, liegt bei 40% und die adjustierte EBIT-Marge, Earnings Before Taxes, liegt eben bei über 30%. Aber es gibt einen Wermutstropf und zwar der Co-CEO und der CFO, Mr. Charour, wird eben leider das Unternehmen verlassen bis Ende des Jahres. Das ist natürlich, er war eigentlich meines Erachtens der Mastermind dahinter, der ordentlich Gas gegeben hat, der eben auch die Integration mit Giro eben vorangetrieben hat. Ja, wir werden sehen, was eben jetzt dann mit Flattex passiert. Auf jeden Fall tut es mir eben tatsächlich sehr leid, dass eben er das Unternehmen verlässt. Er sagt, er macht jetzt einmal Auszeit und dann werden wir eben sehen, wo er eben dann tatsächlich aufschlägt, bei welchen Unternehmen. Gleichzeitig, wenn man sich eben gerade in Deutschland die CFO-Rollen so ansieht, also in letzter Zeit verlassen ganz viele CFOs eben die Unternehmen, warum auch immer eben hier der Verbrauch höher ist. Bei der Dada Bank gibt es keine großartigen News, die 2,6% für Neukunden gibt es weiterhin. Ansonsten eben ja die Neukundenaktionen, die neue Website lässt leider noch immer auf sich warten. Bei der Easybank gibt es auch nicht viele News, außer eben 0,5% Guthabenzinsen auf das Verrechnungskonto. Das ist meines Erachtens der erste Broker in Österreich, der von sich aus eben einen Zinssatz in der Höhe von 0,5% bezahlt. Bei allen anderen Angeboten ist es 0%. Naja, 0,5% ist besser als ein Stammschädel, aber gleichzeitig ist es eben auch nicht berühmt. Aber die Easybank bietet eben hier eine Guthabenverzinsung an. Bei der Bank Direkt gibt es eben etwas Interessantes, und zwar sagt die Bank Direkt, das Karte-Girokonto ist jetzt nämlich auch als Wertpapierverrechnungskonto möglich. Bisher haben ja Easybank, Bank Direkt oder auch die Dadat
Bank gesagt, naja, liebe Kunden, wenn du eben bei mir ein Depot eröffnest, dann musst du eben auch ein Verrechnungskonto eröffnen und dieses Verrechnungskonto, das kostet dir 10 Euro, 11 Euro, 18 Euro, 20 Euro bei der Bank direkt und jetzt sagt die Bank direkt, okay, das mit müssen, eigentlich hast du bisher auch nicht müssen, also technisch wäre es schon möglich gewesen, aber sie sagen natürlich, technisch geht es nicht, aber jetzt sagt die Bank direkt, na, kein Problem, wir machen das und zwar kannst du eben das Girokonto, das Verrechnungskonto verwenden und die Bank direkt hat in den letzten Monaten da ordentlich gedreht und zwar bekommst du nämlich ein Girokonto kostenlos, wenn du das Gehalt oder Pension eingelassen und dieses Gehalt oder Pensionseingang ist über 1500 Euro oder du hast eben ein Wertpapierdepot bei der Bank direkt mit einem Wert von 10.000 Euro oder mehr oder du machst eine Transaktion im Monat, dann ist es Girokonto ebenso kostenlos und eine Sparplanausführung, ETF-Sparplan zum Beispiel, zählt nämlich auch dazu als Transaktion. Also man kommt relativ schnell rein, dass man eben ein gratis Girokonto bekommt mit 0 Euro Kontoführungsgebühr und eben 0 Euro Mastercard Debitcard. Bei der Erste Bank, danke Stefan, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, jetzt gibt es nämlich 14 ETFs bei den Sparplänen und bei den Aktien-Sparplänen gibt es nämlich 22 Stück. Also die haben jetzt eben ein paar Aktien bzw. ETFs hinzugegeben bei den Sparplänen, aber leider natürlich noch immer ein bisschen teuer dort. Aber wer sagt, Erste Bank mit George Stockmar, dann schau dir das Ganze an. Die haben durchaus eben ein Angebot. Mehr dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Sunrise hat wieder einen interessanten Podcast veröffentlicht. Thomas Niss hat eben da mit der Daria darüber geplaudert, wie es denn jetzt aussieht mit Payment for Order Flow. Was bedeutet denn das jetzt für die Neobrokers? Der Titel war, was das mit den Neobrokern? Und er spricht eben darüber, die Vorteile und Nachteile von Payment for Order Flow, wo er eben darüber berichtet, naja, grundsätzlich, wenn man informierter Anlegerin ist oder Anleger, ist das eben kein Problem, aber im Detail findet man dann eben die Krux und es kann nämlich ordentlich nach hinten losgehen. Mehr dazu im empfehlenswerten Podcast von Sunrise. Ich verlinke dir das natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Scalable Capital, diejenigen, die Prime Plus Broker Kundin oder Kunde sind, erhalten ab 3. August attraktive Tagesgeldzinsen in der Höhe von 2,6%. Das heißt, du musst ein Abo abschließen, ca. 5 Euro im Monat bezahlen, da bekommst du 2,6%. Lohnt sich natürlich nur für höhere Summen, gleichzeitig 2,6%. Da schaust du den Sparzinsenvergleich, den du später noch vorstellst, dann wirst du feststellen, naja, so viel ist das eigentlich gar nicht. Jetzt muss ich jetzt tatsächlich dafür jetzt bezahlen. Naja, ich würde sagen, der Deal ist überschaubar gut. Und sie haben nämlich zwei weitere Anleihen von Goldman Sachs veröffentlicht. Ja, Anleihen bei Scalable Capital, ja, sie haben es, aber sie sind immer nur Goldman Sachs Anleihen und wenn man die Rendite da anschaut, würde ich sagen, nicht unbedingt optimal. Trade Republic, Warnsteuer einfach, keine neuen News und ansonsten ist es bei Trade Republic allgemein relativ ruhig. Allgemein bei diesen beiden Neobrokers, Scalable und Trade Republic, war es in den letzten Wochen schon auch so, dass sie zwar zu den Produkten eher wenig gesagt haben, aber zu Payment for Order Flow relativ viel, wo sie eben ganz einfach ausgeritten sind und eben gesagt haben, das Payment for Order Flow ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, beziehungsweise lohnt sich das Ganze für die Kundinnen und Kunden natürlich sehr wohl. Also da war sehr viel Lobbyingarbeit dahinter. Ich stehe dem Ganzen ja sehr skeptisch gegenüber, weil es ja eben, ich kann wirklich den Podcast von Thomas Niss nur empfehlen. Ja, für die informierten Anlegerinnen und Anleger ist das Ganze kein Problem, aber die Welt der Zertifikate und so weiter und man kauft dann vielleicht dort und dort etwas ein. Und woher kommen denn die hohen Bewertungen von diesen Neobrokern? Weil sie ganz einfach doch ganz gut verdienen durch diese Kickback-Zahlungen von den unterschiedlichen Market-Makern. Und da kann ich nur sagen, vielleicht ist es ganz gut, wenn eben hier eingegriffen wird. Wenn du jetzt sagst, hey Andi, mach doch einmal ein Video oder ein neues Video zu Payment for Order Flow, versuch das eben mit Studien darzustellen, dann schreib doch ganz einfach unten einen Kommentar. Ich werde mich dann ein bisschen vorbereiten und werde dann eben versuchen, das Ganze eben dementsprechend vorzubereiten. Apropos vorbereiten, im August werde ich wahrscheinlich ein paar weniger Videos veröffentlichen. Ich versuche eben in den nächsten Wochen, vielleicht auch im September, ein bisschen kürzer zu treten, weniger Videos zu machen, weil ich ganz einfach nicht viel da bin. Und ja, jetzt musst du dich leider ein bisschen gedulden. Ich werde versuchen, dass ich mit dem einen oder anderen Video am Sonntag dann natürlich wieder top informiere. Aber eben, wenn einmal ein Sonntag ist, wo kein Video erscheint, bitte um Nachsicht. Das passiert ganz einfach.
dass ich eben nicht jeden Sonntag ein Video veröffentlichen kann. Wie geht es bei den anderen Brokern weiter? Smart Broker, alte Preise, neues Aussehen. Smart Broker Plus kommt in den nächsten Wochen. Ich vermute, am Ende September ist dann tatsächlich der Start. Die wechseln ja von der DAB Bank zur Baader Bank und sie machen ein neues Interface, Smartphone-App bzw. Desktop-Version von Smart Broker Plus. Wir dürfen gespannt sein. Die Konditionen, heißt es, sollen eigentlich genauso bleiben bzw. nur leichte Adjustierungen. Wir dürfen gespannt sein, wie der Broker aussieht und wie denn dann die Konditionen sind. Es ist ein deutscher Broker, natürlich nicht steuereinfach. Das bleibt weiterhin. Consorsbank, Non-Consorsbank, Neukunden erhalten 3,5% Tagesgeldzinsen. Und bis zu 100 Euro Prämie sind möglich bei dem nicht steuereinfachen Broker aus Nürnberg. Leitier, der estnische Neobroker, erhöht die Zinsen. Warum erhöht er die Zinsen? Weil er ganz einfach sagt, wir sind gekoppelt an die EZB-Leitzinsen, aber auch natürlich an die FED-Leitzinsen und deshalb geht es eben auch hier hoch. Banksbroker sagt, die sind ja übersiedelt nach Liechtenstein. Jetzt sagen sie, wir benennen uns um, gehen zusammen mit Estably. Banksbroker ist ja eigentlich nur ein Reseller von Interactive Brokers und wir dürfen gespannt sein, was da jetzt tatsächlich passiert. Naja, ein weniger Broker oder wird das jetzt anders, nur eine Umbenennung? Ich bin gespannt, was da eben dann tatsächlich dann rauskommt. Next Markets, ein weiterer Nähebroker, der hätte aufgelöst werden sollen. Dann hieß es, ja, es geht weiter. Und jetzt war eine Presseaussendung, sie fusionieren mit Atrix. Das ist ein Datenanalyseunternehmen. Da war eine Presseaussendung und ich habe die durchgelesen und habe mich dann danach eigentlich nicht mehr ausgekannt, was das jetzt sein soll. Also irgendwie haben wir gedacht, dieser PR-Agent oder diese PR-Agentin hat eigentlich irgendwie aus nichts eben etwas gemacht. Keine Ahnung, was das ist. Weiterer Neobroker, Wealthseed aus Polen, die haben eben mit GetTax als Neobroker eben versucht, eben Kundinnen und Kunden zu finden. Die haben jetzt gesagt, das B2C-Projekt Wealthseed stampfen wir ein. Dieser Neobroker, den gibt es nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen und Monaten eben es hier zu mehrer weiteren Auflösungen kommt. N26 Finance Forward hat eben darüber berichtet, dass N26 im dritten Quartal bereits mit dem Aktienhandel starten soll. Aber das ist natürlich mit einem Partner. Wer dieser Partner ist, noch unbekannt. Gleichzeitig eben die BaFin beobachtet N26 weiterhin genau. Und es gibt so ein monatliches Cap. Mehr Neukunden darf eben N26 nicht aufnehmen. Bax erhöht die Guthabenverzinsung, das ist ein niederländischer Neobroker, auf 2,5%. Bondora, der P2P-Anbieter, hat mit Problemen mit dem Regulator. Da habe ich einen kleinen Beitrag geschrieben, aber es ist nicht großartig, so wie ich es rausgelesen habe. Und Sevi, die digitale Vermögensverwaltung, die haben eben eine neue Partnerbank. Das ist nämlich die Shellheimer Capital. Die waren ja vorher bei der Hello Bank bzw. bei der Easy Bank und die sind jetzt eben, bieten es noch immer an mit der BAWAG und Easy Bank, aber sagen eben Shellheimer Capital ist eigentlich unser Standard-Partnerbank, wenn du dort eben einen Account eröffnen möchtest. Und wie sieht es bei den aktuellen Sparzinsen aus? Naja, die Inflation ist noch immer extrem hoch, 7% für den Juli 2023. Die Zinsen sind teilweise schon über 3%, gleichzeitig eben nur für Neukunden und eigentlich nur im Ausland. In Österreich sind die Zinsen noch deutlich niedriger und die Realrendite ist natürlich, also Zinssatz minus Inflation, noch immer extrem negativ. Das heißt, du verdienst natürlich noch immer nichts. In den nächsten Monaten wird die Inflation weiter sinken und die Sparzinsen wahrscheinlich noch ein bisschen steigen, weil eben die EZB-Leitzinsen aktuell bei 4,25 bzw. 3,75 als Geschäftsbankenzinssatz liegt. Und wir können davon ausgehen, dass die Zinssätze der Banken weiterhin steigen, aber die Banken stehen noch immer auf der Bremse. Was sind jetzt eben die höchsten Angebote? Da extrem, Auslandszinsen sind in der Regel immer höher, dann eben nur für Neukunden zeitlich beschränkt. Also diese Zinssätze, die ich da jetzt da zeige, Tagesgeld, Advanzia Bank 3,66%, das ist eben nur für Neukunden über 5.000 Euro, 6 Monate. Wilby Invest, diese liechtensteinerische Bank 3,6%, aber auch für Bestandskunden, die DKB aus Deutschland 3,5% bis 31.01.2024. Dazu musst du eben ein kostenloses Girokonto dort eröffnen. Alles Banken aus dem Ausland, dort musst du selbst versteuern. In Österreich 3 Monate Bindung mit der Addiko Bank 3,5%, das ist eben ein guter Zinssatz. Oder 12 Monate Bindung 4% bei der estnischen Big Bank, da musst du selbst versteuern. Oder Wakif Bank aus Österreich, steuereinfach 3,3%, durchaus ebenfalls schon interessant.
Ja, und zum Schluss natürlich wie immer die Neukundinnen und Neukundenaktionen der verschiedenen Broker. Flattex hat weiterhin die 100 Euro Tradingguthaben einlösbar in den ersten 3 Monaten. Die Dardat Bank keine Depotgebühr bis Ende 2025. 1 Euro eigene Spesen in den ersten 6 Monaten und eben bis 250 Euro werden die Depotübertragsspesen übernommen, wenn eben der Mindestpositionswert von 2000 Euro für die jeweilige Position erreicht wird. Der Giro hat weiterhin noch 100 Euro Tradingguthaben, Bankdirekt 50 Euro Eröffnungsbonus. Die erste Bank hat bis Ende des Jahres Rabatt auf die Depotgebühr und eben kostengünstige Ordergebühren. Die Comdirect aus Deutschland sagt eben 75 Euro Prämie gibt es, wenn mindestens 3 Trades innerhalb von 30 Tagen stattfinden. Consorsbank sagt eben 3,5% aufs Tagesgeld für die ersten 6 Monate mit Option auf Verlängerung auf weitere 6 Monate und es gibt eine Prämie in der Höhe von 100 Euro, wenn eben in den ersten 8 Monaten mindestens 10.000 Euro Depotwert erreicht wird und 0,95 Euro Tradegate Kostenordergebühren in den ersten 12 Monaten und bei finanzen.nzero gibt es eben eine Aktie weiterhin geschenkt. Das waren die Broker News für den August 2023. Wenn dir das Ganze gefallen, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du eben das Ganze nachlesen möchtest, unten in der Videobeschreibung gibt es eben einen Link zu meinem Beitrag auf broker-test.at. Gleichzeitig wieder einen Hinweis, Telegram Community, Newsletter, Webseite broker-test.at, wo du einen Brokervergleich machen kannst und. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas vom broker-test.at. Ciao.